Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und wie ihr am Titel schon erkannt habt und wie ihr auch hinter mir gerade die Dame sehen könnt, spielen wir heute mal wieder ein Horrorspiel für die VR-Brille, Leute. Richtig geil. Ich hoffe, dass das Spiel so geil wird, wie ich es mir erhoffe. Das ist das gute Stück Home Sweet Home. Ich hoffe, man erkennt das jetzt gerade. So sieht es aus. Ja, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich würde sagen, ich schließe jetzt mal eben kurz alles an. Und dann geht's los. Okay, Leute, wir sind jetzt im Hauptmenü von Home Sweet Home. Unter Optionen gucken wir mal ganz schnell, was wir da einstellen können. Okay, ist jetzt nichts Besonderes, kann man so lassen. Wir starten ein neues Spiel, Leute. Los geht's, Home Sweet Home für die VR-Brille. It's late, hon. You have to wake up. Okay. I'm getting up. Jane? Oh, last night was way too much. Where the hell am I? Alles klar. So. Mit links bewegen, rechts anschauen, Dreieck ist Notizbuch. Ah, okay. Man bewegt sich also wie bei Resident Evil im Prinzip in dieser, ja, ich sag mal so 20 bis 25 Grad Bewegung ungefähr oder so. Ja. So, Notizbuch. Ziele. Sammelbare Gegenstände. Ja, 0 von 18. Janes Tagebuch. Mhm. Ja gut, so, es ist sehr, sehr dunkel, das heißt, ich sehe überhaupt nichts außer hier bei dieser Lampe. Ich würde sagen, wir gehen ins Bett und lassen das Ganze. Nein, ich versuche jetzt mal da hinten zu dieser, dass es eine Tür ist oder so. Alter Scheiße, finde einen Weg nach Hause, ja. Da ist irgendwas. Boah! Okay. Was ist das denn da? So, so eine Wand oder so. Boah, ist voll dunkel, ich sehe überhaupt nichts, ey. Ducken mit Kreis, okay. Da liegt eine Taschenlampe, das ist schon mal viel wert. Sehr gut. Die kann ich benutzen. L2, R2, R1, L1, gar nicht. Boah, Leute, es ist sau warm heute wieder. Das ist unglaublich. Ich glaube, wir haben 30 Grad bei uns hier heute und ich sitze hier in der Bude mit drei Monitoren. PC, Playsee, VR-Brille. Ich bin am Ölen, Leute. So, wie kann ich jetzt die Links benutzen hier? Viereck, okay. Hoffentlich brauchen die. Braucht die keine Batterien. Ja, Taschenlampe, das habe ich selber auch gefunden schon. Ein Haus? Boah! Alter! Ich habe was gehört. Die Musik macht einen schon wieder kirre. Also, Atmosphäre ist auf jeden Fall schon wieder da. Kann ich mit irgendwas interagieren oder so? Boah, wer sammelt schon so eine Porzellanelefanten, Mann? Okay. Das Haus ist aber auch sehr leer, ne? Muss ich mal irgendwie sagen.
Boah, ich höre schon wieder dran. Ist hier ein Radio an oder so? Warum ist hier Musik an? Also so komische Stimmen oder so. Das ist ein Radio, okay. Boah, 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 scheiße. Ist das schrecklich, ey. Amazon-Pakete. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Inspizieren. Eine Zeitung. Zeitung vom 28. September 96. Mhm. Nein. Das Bild vor mir haben. So. Universitätsstudentin vermisst. Eine Studentin der bekannten Universität in Bangkok ist seit 2 Tagen auf mysteriöse Weise verschwunden. Zeugen berichten, sie sei nach Hause gegangen, da sie unter starken Bauchschmerzen litt. Ja gut. So, Zimmerschlüssel. Vermute mal, den brauchen wir jetzt für die Tür hier. Oh, die Tür ist durch mich durchgegangen. Gut. Finde einen Weg nach Hause. Ich höre was. Alter! Hey you! Was? Hey you? Was? Boah, ich hab Gänsehaut, Leute! Ich hab voll die Gänsehaut! Warum bewegt man sich eigentlich immer grundsätzlich mit dem Rücken zur Wand? Halten zu rennen. Ich will nicht rennen. Ich will wirklich nicht rennen. Noch nicht zumindest. Die Tür ist zu. Oh, oh Scheiße. Oh, fuck. Oh. Boah. War das jetzt ein Sack oder was war das jetzt? Was? Ist die Tür gerade zugegangen? Ich hätte so einen scheiß Müll, der da runtergefahren ist, okay? Natürlich kann ich die Tür aufmachen, ne? Natürlich, ganz klar. Außerhalb des Spielbereichs, ist mir scheißegal. Ich will durch diese Tür gucken. Da geht einer. Oh, Alter, da geht einer. Ich bleib hier stehen, ich bewege mich keinen Meter mehr. Wieso tue ich das immer? Wieso spielt mich die Scheiße überhaupt? Ich find's geil, aber andererseits. Ich hoffe mal, ich bin auf der Kamera drauf. Ey. Nicht, dass ich schon weggerollt bin mit dem Stuhl. Baby? Baby? I'm
did she go? Ist mir scheißegal, wo die gegangen ist. Die haben viel Müll gesammelt, die echt viel Müll gesammelt. Boah! Oh, Scheiße. Boah, fuck! What? Wieso ist alles voller Blut hier auf einmal? Ziemlich verarschen? Moment. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier die Tür war. Was ist das für ein Zeichen? Speichern oder was ist das? Ich höre hier Schritte. Das können auch meine eigenen sein. Oh oh. Hallo. What the fuck? Oh Scheiße. Oh, ich kann wegrennen. Ich kann. Ah, Scheiße, wie ist das? Hau ab, Mann, lass. Was? 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 Hallo, was ist los? Oh, Scheiße. Du hast mir gestorben? Oh Gott, nein. Alter Scheiße, was ist das denn? Okay, Leute, ich musste gerade kurz die Brille mal sauber machen. Boah, das ist ja unglaublich, ey. So, okay. Achso. Rennen? Sag mal, Rennen war doch auf R2, ne? Oder R1? L2. Ah, L2, okay. So. Jetzt wissen wir ja schon, was uns hier erwartet. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt machen soll. What the fuck? Boah, ich kenn's schon und zum trotzdem, ey. Lass mich in Ruhe! Lass mich hier weg! Oh! Oh oh! Boah, Scheiße! Mach die Tür zu! Nein! 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 Ah! Scheiße! Oh, fuck, Alter! Oh, Gott, ey! Okay, wir müssen... Scheiße! Wir müssen zurück und müssen in diese scheiß Tür rein. Und wahrscheinlich uns in diesem Schrank verstecken. Oh, Gott. There you are. Miss. What the fuck? Hab ich selbst gerade die Luft angehalten, ne? Alter. Kann ich jetzt rausgehen? Alter. Die Taschenlampe an, Alter. Die kann durch die Wände laufen? Gefahr, du musst hier weg. Ja. Das war halt mein Ziel, hier wegzukommen. Wieso haben wir das klar, die Tür ist? Würde ich wissen, was da kommt? Kommt sie. Oh, fuck, Alter! Mach auf jetzt!
Wie benutze ich den Gegenstand? Ach, Taschenlampe an. Oha. Scheiße. Oh. Ja, mach auf! Ich will da rein! Mein Weg ist schon da rein. Weiß nicht. Kommt die Alte jetzt oder nicht? Ich höre nichts. Ich riskiere es, mach die Tür jetzt einfach auf. Ich riskiere es einfach. Okay. Geht die Tür wieder zu oder? Ey, wie verarscht mich doch jetzt, oder? Wofür braucht die eine Tür? Die geht doch eh durch die Wand. Scheiße, ich kann nichts sehen. Kann man natürlich schnell drehen. Oh. Ah, ich wollte gucken, ob ich es so 180 Grad drehen kann. Jetzt würde ich da wahrscheinlich rein, ne? Klar. Nein, ich gehe da nicht rein. Ich gehe hier rein. Und ich mache die Tür ganz sicher zu, weil die ja eh durch die Wand gehen wollen. Ja, hier bin ich gerade schon ganz richtig, ne? Oh! Oh, Scheiße! Oh, fuck! Oh! Oh, fuck! Es ist sehr nett, dass man die Tür aufmacht, aber... Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auch nicht auf. Natürlich, jetzt muss ich da hin, ne? Klar. Warum steht so ein Riesen? Was? Hä? What? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt wieder... Ach, ich bin... ich bin in diesem Fass. Okay. Und was soll ich jetzt hier drin? Kann ich mich verstecken vor der Eulen oder was? Okay, das sind wahrscheinlich alles Verstecke. Ne, duschen will ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das muss ich nachher. Für meine Richtung auf. Habt ihr das gehört? Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht. Aber das Geräusch zieht einen wieder an. Ne? Man will dann wieder diese Tür öffnen. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Das ist ja schön. Warum liegt das Bett hier? Wenn die jetzt kommt, weiß ich nicht mehr, wo der Raum ist mit dem Fass. Das habe ich schon verdrängt.
Necker. Oh Gott, ich will nicht weitergehen. Was? Die Holzpaletten verschweren den Weg, finde was, um sie kaputt zu machen. Soll ich verarschen? Ich jeden Raum durchforstet. Wie soll ich den kaputt machen? Boah! Oh. Boah, Scheiße. Oh Mann! Nee. Gänsehaut-Feeling. Womit soll ich die Bretter hinkommen? Man braucht theoretisch ein Brecheisen, ne? Oder ein Hammer oder. Auf. Oh, die Tür ist auf, die war eben noch zu. Diesmal habe ich mit gerechnet irgendwie. Das war jetzt schon echt vorhersehbar. Was ist das denn hier? Okay. Bisschen blöd, dass man sich so schnell rumdrehen kann. Wird bestimmt auch noch eine Taste für. Verhexter Nägelflug. Mhm. Der verhexte Nägelzauber hast. Moment, hast du jemanden so sehr, dass du dir seinen Tod wünschst, dann bist du hier richtig. Durch diesen verhexten Nägelzauber wird deine Zielperson unter Nägeln leiden, die durch den Magen stechen. Mhm. Es kann tödlich enden. Dieser Zauber existiert seit vielen Generationen und kann heute manchmal beobachtet werden. Anleitung: Du brauchst etwas von deiner Zielperson, wie ein Nagel oder Haare. Dann stecke dies in die Puppen aus Friedhofsleben und wickle die Puppe anschließend mit dem heiligen Faden, der bei Leichenverhüllungen verwendet wird. Nicht mit heiligen Faden anderer Zeremonien. Durchsteche die Puppe mit Nägeln, die zur Versiegelung von Särgen genutzt wurden, von Personen, die auf unnatürliche Weise verstorben sind. Sobald dies geschehen ist, wird deine Zielperson unsagbare Magenschmerzen bekommen, da der Magen mit verhexten Nägeln gefüllt ist. Nur gefüllte Hexer. Was? Nur geübte Hexer können dies vollbringen, keine Noviten. Mhm. Ja, ist ein bisschen schwierig zu lesen, Leute. Also, obwohl die Brille eigentlich richtig eingestellt ist. So. Notiz mit Clays Nummer. Was? Bring das zu Chey. Chey's Haare und Nägel. Nur okay. Hab ich das jetzt? Wir fangen so. Achso. Na gut. Noch zu. Was? Warum sind beide Türen zu? Ach, da steht Brecheisen. Lol. Oh oh, oh oh, oh oh.
Läuft die mit dem Teppichmesser rum, kann das sein? Ich wollte jetzt die Taschenlampe ausmachen, weil ich nicht mehr gesehen. Scheiße, ist die jetzt weg? Jetzt hat die mich verarscht, jetzt steht die im Schrank. Soll ich riskieren, soll ich laufen? Einfach laufen? Oh. Gefahr, du musst hier weg. Ja, ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon spielen. Aber ich werde gleich irgendwann mal eine Pause machen. Ich hoffe, dass ich dann eine schöne Länge für eine Folge zusammen habe. Warum sitzt so eine hässliche Puppe? Und warum sitzt da jemand? Warum? Boah, das ist die schon wieder, ne? Boah, ne, so ist sowas zu heftig, ey. Ja, genau, ich muss jetzt da raus, oder was? Ich würde sogar sagen, das ist sogar noch ein Ticken heftiger als Resident Evil. Aber Resident Evil ist ja mit den Monstern, da schießt man ja noch und alles, aber das hier ist ja seltsame Puppe. Sich umarmende Puppen, umwickelt mit dem heiligen Faden. Mhm. Begehrlichkeitenfluch. Mhm. Der Begehrlichkeitenfluch ist ein Fluch, der Menschen dazu bringen kann, sich zu verlieben. Das interessante Markenzeichen dieses Fluches sind zwei sich umarmende Puppen, eine weibliche, eine männliche umwickelt mit heiligen Farben. Anleitung. Forme zwei Puppen aus Friedhofsleben und setze etwas, das der Zielperson gehört, in einer der Puppen. Moment, es können Nägel oder Haare sein. Dann wickle die Puppen mit dem heiligen Farben zusammen, der bei Leichenfütterung verwendet wird. Nur geübte Hexer können diesen vollbringen. Keine Novizen. Leg die zusammengewickelten Puppen anschließend unter das Kopfkissen deiner Zielperson. Ja, ich benutze die jetzt einfach und leg das bei der Olme fürs Kissen, denn ich weiß, wie die schläft. Dann mag die mich ja. Ich meine, die liebt mich ja jetzt schon, aber. Boah! Mann! Scheiß Tür! Sie weiß, dass ich die Puppen genommen habe. Oh, okay, scheiße. Okay, Leute, ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Oh, ich mache jetzt eine Pause und ja, nee, das ist heavy. Echt heavy, aber geil, macht echt Spaß, macht echt Laune. Ja, Leute, wenn euch die erste Folge von Home Sweet Home gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, dann würdet ihr auch kein Video mehr verpassen. Glocke dafür aktivieren. Nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream, Leute. Haut ihr rein und ciao.